Guten Tag, liebe Zuschauer. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man an diesem wunderbaren Land Rover Discovery TDV 6 SE 2,7 Liter Baujahr 2007 den Motor ausbaut. Kurz zur Geschichte dieses Fahrzeugs. Wie üblich Lagerschaden an der Kurbelwelle, Pleuellagerschaden. Aus England ist eine Original-Kurbelwelle zu mir unterwegs mit Lagerschaden und allem drum und dran. Dazu muss der Motor natürlich raus. Es ist leider kein In-Frame-Repair ohne Hebebühne. Ich werde euch also so gut es geht im Detail zeigen, wie man bei diesem wunderbaren Fahrzeug die Maschine rausholt. Dazu machen wir jetzt erstmal hier noch die Haube ganz auf. Ja, wie man sieht, ist schon ein bisschen was geschraubt worden daran. Also wir haben mal wieder Gewichtsreduzierung betrieben, die nervige Motorabdeckung fehlt. Das Ding fehlt, das liegt alles im Kofferraum, sowie ein paar Kleinteile. Eigentlich ist dafür vorgesehen, bei diesem Wagen, um das zu machen, also das Haus abzunehmen. Da ich weder Hebebühne noch 27 starke Männer zur Verfügung habe, die mir dabei helfen, das Haus herunterzutragen, muss es leider auch ohne Bühne gehen. Das geht, das habe ich schon gemacht bei diesem Auto. Kurze Vorgehensweise. Also logischerweise sollte dieses ganze Graffel zumindest ein bisschen erleichtert werden. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, alles, soweit es geht, rauszunehmen. Das heißt, diese Boxen, natürlich muss hier vorne alles weg. Dann wird das Getriebe vom Motor getrennt. Dazu nimmt man hinten die Traverse los. Also der Motor steht links und rechts auf zwei Lagern. Hinten ist eine Traverse mit einem Getriebelager. Diese Traverse wird gelöst und abgelassen. Dann kann man rundherum die Schrauben am Getriebe lösen. Hinterher die Traverse wieder hoch. Eine Schraube durch pro Seite, damit das Ding also hält. Ja, logischerweise die Motorstützen vorne runter. Davor muss natürlich Kühler, Schlauchpakete vorne alle rausgenommen werden. Kühler muss logischerweise raus. Die Frontmaske wird relativ erleichtert, damit hier also an den Scheinwerferchen und so weiter nichts kaputt geht. Es ist nach meiner Meinung nicht notwendig, das Fahrwerk oder die Räder abzunehmen. Es ist allerdings notwendig, den Auspuff am Turbo oben zu lösen, logischerweise. Da macht es das Ganze einfacher, wenn man den Auspuff trennt und richtig weit zur Seite bzw. rausnehmen kann. Und das Ganze wird wahrscheinlich an der Originalklemmstelle nicht gehen. Deswegen habe ich den Auspuff vorne durchgeschnitten, vor der Klemmstelle und dann mittels Doppelrohrstelle 55 mm. Oder 65, das weiß ich nicht. Das muss ich nochmal nachmessen. Reiche ich nach. Miteinander wieder verbunden. Bringt also die gleiche Stabilität rein wie vorher. Sieht zwar ein bisschen doof aus, geht aber nicht anders. Ihr braucht, anders als in den Werkstatthandbüchern beschrieben, nicht den Originalzug bzw. die Original Adapterplatte, um das rauszunehmen. Es reicht, wenn man hier und hier hinten eine große, dicke Schraube mit Unterlegscheibe einschraubt, wo dann also der Kettenzug bzw. die Seilverbindung dran festgemacht wird. Der Motor an sich ist dann hier zwischen austariert und lässt sich dann einfach nach vorne und rausziehen. Kurz überlegen, nichts vergessen. Ja, also ihr werdet mich jetzt gleich sehen, wie ich also hier die Front möglichst erleichtere, das Kühlwasser ablasse. Erfahrungsgemäß geht das Ganze am besten über den Spritkühler, der hinten unten sitzt. Der sitzt also ungefähr hier. Ein wassergekühlter Wärmetauscher für den Diesel. Das Ganze bezieht sich natürlich jetzt alles nur auf den 2.7 Turbo Diesel. Ich glaube, beim V8 Benziner bzw. V6 Benziner ist das Ganze ein bisschen anders. Da ist natürlich vorne nicht ganz so viel Platz, um da also rumzuhantieren. Das Ganze ist natürlich schon Endstufe. Also, wenn man mal beim A8 den Motor gezogen hat, beziehungsweise bei anderen Autos ist das natürlich schon eine Nummer härter. Nicht nur aufgrund dessen, dass die Verschraubungen also wesentlich fester sitzen und der schieren Größe des Fahrzeuges und der damit verbundenen Verwinkeltheit und Schwerzugänglichkeit, obwohl man es eigentlich andersrum erwarten würde, sondern ganz einfach auch deswegen, weil also Ford beziehungsweise Land Rover sich da eine wunderbare Schweinerei überlegt hat mit den Kabelbäumen. Und zwar ist es so, dass der Motor- und Getriebekabelbaum hier natürlich getrennt sind, wie sich das also gehört bei einem Auto, und der Getriebe- und Motorkabelbaum an den jeweiligen Aggregaten dran bleibt beim Ausbau. Das heißt, man kann also hier das alles trennen und dann hier als nach vorne ziehen und den gesamten Kabelbaum da rauslegen.
Allerdings gibt es hinten, da das ja ein Single-Turbo ist, ein Crossover-Rohr, also ein Abgasrohr, was einmal über die Getriebeglocke läuft. Theoretisch könnte das drin bleiben. Es bleibt jetzt auch drin, aber beim ersten Mal bleibt es nicht drin, weil unter diesem Rohr der Kabelstrang zum Getriebe langläuft und der mit 47 Millionen Stützen, nein, eigentlich sind es nur zwei Stützen, an einem Zwischenstück verbunden sind und das wiederum ist mit dem Getriebe verschraubt. Beim ersten Mal habe ich also fast 2 Tage damit gekämpft, eine Schraube zu lösen, wo man überhaupt nicht reingekommen ist. Habe dann also mit einer Brechstange hinten ein Hitzeschutzblech zerbeult und zerknickt und geflucht und geschrien und Werkzeug durch die Gegend geworfen und mal wieder eine Lampe zerstört. Vor Wut. Ich zeige euch, wenn der Motor draußen ist, beziehungsweise eingebaut wird, wie es anders geht. Und zwar kann man das Ganze dann da durchfädeln und entweder macht man im Nachgang diese Stütze da wieder rein für dieses Crossover-Rohr oder man lässt sie weg. Ich bin mir diesbezüglich noch nicht ganz einig. Sinnvollerweise baut man die Stütze natürlich wieder ein. Sie hat ja natürlich auch einen Sinn. Muss man dann mal schauen. Ja, kurz zu dem Schaden. Also der Wagen hat wie üblich die Problematik, dass die Ölpumpe also irgendwo Ärger gemacht hat oder die Kurbelwelle. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Jedenfalls hat das Ding einen Pleuellagerschaden, rappelt, klappert. Dann wurde ein gebrauchter Motor angeschafft mit einer Kurbelwelle aus eBay neu aufgebaut, aus England. Hier trifft natürlich der Satz zu, wer billig kauft, kauft zweimal. In diesem Fall ist es so, dass es zu diesem Zeitpunkt im Internet nirgendwo eine Originalkurbelwelle gab. Von Gebrauchteilen ist da, glaube ich, abzuraten grundsätzlich. Was ich natürlich nicht gewusst habe, dass dieses tolle Teil des Herstellers bzw. des Händlers Apex Autoparts aus London von der Qualität, obwohl es ein Nachbauteil ist und ich das in Kauf genommen habe, dass es also anders ist, von derartig schlechter Verarbeitungsqualität ist, dass es gerade mal 40 Kilometer gehalten hat. Die Ölwanne ist also voll mit feinstem Gussabrieb. Das mögen zum einen natürlich vielleicht auch Bohrrückstände sein, in den Ölkanälen gehangen hat, obwohl die Kurbelwelle gespült wurde durch mich. Zum anderen ist es so, dass es da also wieder klappert. Kurz gesagt, es gibt mittlerweile für einen günstigeren Preis eine Original-Kurbelwelle mit Lagersatz zu kaufen. Das ganze Ding fliegt also nun raus, egal woran es liegt. In der Hoffnung, dass also die ganzen Pleuelstangen noch alle heile sind und dann entsprechend wieder verwendet werden können, beziehungsweise dann muss man halt mal schauen, wo man halt gebrauchte Pleuel beziehungsweise neue Pleuel herkriegt. Es gibt viele, die sagen, dass dieser Motor sehr schlecht ist. Ich teile diese Meinung. Das Ganze trifft auch auf den Nachfolger, dem 3 Liter zu, also dem 306 DT. Das ist ja der 276 DT oder TD, ich weiß nicht, ich glaube DT. Das ganze Ding ist auch verbaut im Jaguar, in diversen französischen Qualitätslieferwagen. Das sind die, die nach ein paar Jahren nur noch Grundierung oben am Dach haben und keine Farbe mehr. Ja, alle mit den gleichen Problemen. Eventuell ist es sinnvoller, sich einen kompletten Gebrauchtmotor für 5.000 € zu besorgen. Ich bin in den Weg gegangen. Ich habe mir für 500 € einen kaputten Gebrauchtmotor besorgt und nun mittlerweile für 1.600 € da Kurbelwellen und Lagerschalen und so weiter reingestopft. Beziehungsweise werde ich die noch reinstopfen. Ich werde jetzt beginnen, wie gesagt, die Front abzubauen, Kühlwasser abzulassen, Öl abzulassen. Dazu ziehe ich mich natürlich um, weil ich zur Abwechslung mal so nicht schrauben möchte. Und wenn das Ganze im Gange ist, werde ich noch so ein bisschen aufs Detail eingehen. Ich denke, Öl, Kühlmittel ablassen, die Klimaanlage evakuieren, diesen ganzen Schrott hier vorne wegbauen. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend, gerade mit diesen Schnellverschlüssen, wie hier also am Kühlergrill. Man drückt das alles so ein bisschen zusammen und kann das Ganze dann relativ entspannt für den gelben Sack vorbereiten. Das Ganze gilt natürlich auch für die Scheinwerfer. Die Stoßstange bleibt dran. Das Ganze baue ich natürlich nur ab, damit es nicht beschädigt wird. Wie gesagt, weil man also hier schon relativ viel auf den Dingen rumrobben muss und auch mal vorne reinklettern muss. Ein Wort noch zur Klimaanlage. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Einfach hier aufdrehen und Kältemittel ablassen ist ein No-Go. Zum einen ist der Unterschied zwischen minus 45 Grad zur Körpertemperatur wesentlich höher als der Unterschied von Körpertemperatur auf 100 Grad. Ich glaube, niemand möchte ein kochendes Wasser fassen. Kältemittel hat genau die gleichen Schäden und dass da sich die Scheiße direkt bis zum Knochen abpellt und zwar sofort. Zum anderen ist es so, dass also Kältemittel R134a extrem klimaschädlich ist. Extrem klimaschädlich unter Aspektpunkten von heute natürlich im Vergleich zu früher von R12 oder R22. Gar keine Frage, es ist sehr, sehr umweltschonend. Trotzdem muss man es nicht in die Umwelt ablassen. Das Ganze werde ich gleich tun mit einer Absaugeinrichtung, die ich also habe und über die Firma immer wieder ausleihen muss. Aber ich habe es, wird inzwischen gespeichert, hinterher wieder eingefüllt, nicht entsorgt.
Ja, ansonsten, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man eventuell das Ganze nicht sogar mit Auffahrramp machen könnte. Nachteil ist dann natürlich, der Kran muss wesentlich höher heben. Ich habe es das letzte Mal auf Böcken gemacht. Der Wagen sackt natürlich, aufgrund dessen, dass es eine Luftfederung hat, natürlich mit der Zeit über die nächsten Tage oder Wochen so ein bisschen ab. Ich plane das Ganze möglichst schnell zu machen, da ich den Karren im Winter fahren wollte und den Bus gerne abmelden möchte. Der nächste Schritt wird sein, dass ihr mich seht, wie ich also wahrscheinlich dann da rumfluchen werde und euch unterm Wagen zeigen werde, wie man diese Getriebestütze löst und ablässt. Hier vorne ist mir dann minder alles selbst erklären, also Batterie raus, dann haben wir hier hinten die Steuergerätebox, da muss zum einen das Motorsteuergerät kabelbaumseitig gelöst werden, sowie dann in der kleinen Klappe unten drunter das Getriebesteuergerät kabelbaumseitig. Dann entsprechend das alles rausgefriemelt werden. Diese Umrandung kommt weg, die Batterie kommt logischerweise weg, der Luftfilter kommt weg. Im Anschluss muss dann der Riemen vorne runter, sowie die Lichtmaschine und der Anlasser muss raus. Man kann nicht durch die Anlasseröffnung das Schwungrad vom Wandler lösen, sondern es gibt da drüber so eine kleine Einrichtung, die auch fürs Timing benutzt wird, wo man also einen Fixierstift reinsteckt. Ein Fixierstift brauchen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Der Fixierstift wird später für den Zahnriemen gebraucht. Auch da gilt mein Motto mit möglichst wenig Spezialwerkzeug. Allerdings gibt es Sachen, wo man Spezialwerkzeug braucht, unter anderem fürs Timing. Kurzes Wort zum Thema Spezialwerkzeug. Mit Ausnahme des Timing und mit Ausnahme des Timings, ja, braucht man zur Demontage dieses Motors eigentlich kein Spezialwerkzeug. Es empfiehlt sich allerdings, diverse Sachen vorrätig zu haben, unter anderem einen zurechtgeschliffenen Außentorx in der Größe 10 für die Antriebswellen. Wir haben ja hinten am Getriebe das Ausgleichsgetriebe dran, also diesen riesen dicken, schweren Klotz, der also wiederum nach vorne und nach hinten mit einer Kardanwelle verbunden ist. Die Kardanwelle nach vorne zum Differential nehmen wir idealerweise raus, um so ein bisschen mehr Platz zu haben und auch an den Auspuff vernünftig dran zu kommen und dann wiederum die ganzen Schrauben zu lösen. Die Kardanwelle hinten sollte zum Schutz der Kardanwelle gelöst werden, weil das Ganze sonst vielleicht ein wenig zu sehr auf Spannung ist und unter Umständen da die Sachen übermäßig belastet und wir möchten natürlich da nicht noch irgendwas sehr Teures zerstören, was eventuell nicht hätte kaputt gehen müssen oder sollen. Ja, ich denke, wir sehen uns gleich. Ich freue mich darauf, euch zu zeigen, wie es geht. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel fluche und dass das Ganze erfolgreich wird und nicht umsonst ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Bis dann! So, um also diese herrlich teure und extrem nervige elektrisch angesteuerte Viskokupplung zu lösen, empfiehlt es sich also, das Ganze nicht blind drauf loszumachen, wie so oft. Es ist also so, dass das Ding gegen den Uhrzeiger im Uhrzeigersinn gelöst wird, also andersrum als eine normale Schraube. Und ihr werdet feststellen, dass man dazu eigentlich diesen speziellen Gegenhalter braucht, der irre teuer ist. Das Ganze geht in der Regel auch anders. Und zwar hat es sich bei mir bewährt, eine mittlere Knarre, ich glaube Dreiviertel. Bei 8, ich habe doch keine Ahnung, jedenfalls dieses mittlere Ding zu nehmen. Dieses hier unten also auf den Riemenspanner aufzustecken, dann mittels Verlängerung den Riemen also ordentlich zu spannen und gleichzeitig mit dem passenden Maulschlüssel das Ganze also einmal loszubrechen. Dann kann man das Ganze runterschrauben und also zur Seite legen. Mein Hinweis bei dieser Sache: Diese Kupplung gibt es gebraucht nur für sehr, sehr teures Geld, da diese elektrisch angesteuert ist. Es macht auch Sinn im Zusammenhang hier oben diese Verschlauchung, die eigentlich hier sitzt und noch ungefähr 5 Minuten auf diesem Stecker sitzen, irre fest ist, also noch ungefähr 10 Jahre nahezu nicht mehr zu lösen, vorher ausgiebig mit Silikonspray einzusprühen. Natürlich empfiehlt es sich auch, nachdem man diese ganzen Sachen hier entfernt hat, ich habe diesen, der Klick übrigens verloren, muss ich gestehen, wie mit Handschuhen oder Lappen oder irgendwas anderem, abzudichten, natürlich so, dass man dran denkt. Ich erzähle immer wieder ungern meine Geschichte, wo ich einen Lappen im Turbolader vergessen habe und das Ding einmal da durchgewandert ist, weil die halt so unauffällig waren. Entsprechend dessen nehme ich also immer alte Handschuhe, die fallen auf und erfüllen auch ihren Zweck. Wie geht es weiter? Also ich werde gleich diese beiden Boxen hier entfernen, entsprechend den Kühlwasserbehälter, den Servoölbehälter entnehmen. Dann diesen Shroud oder erst den Shroud hier entfernen. Wichtig bei dieser Sache ist, der ist zwar nur gesteckt, allerdings sind von unten die ganzen Kühlwasserschläuche dran eingehakt und eingeklemmt. Wenn man die nicht löst oder unsachgemäß löst, hat man hinterher kaputte Schläuche. Das gilt es zu beachten. Dann kann man diesen Kühlwasserschlauchhaufen entfernen. Dabei wird man grundsätzlich nass, weil immer noch in diesem
wunderbaren Konstrukt eine Menge Wasser drin ist. Dieser Wagen hat lustigerweise kein Thermostat, das heißt, er hat ihn doch allerdings nicht im Motorblock, wie man das also bei vernünftigen Fahrzeugen erwartet oder bei einer Nicht-Ford-Konstruktion, Entschuldigung, ich weiß, ich mache mich unbeliebt bei den Land Rover-Leuten, sondern der Thermostat sitzt in einem Kunststoffgehäuse an den Kühlwasserschläuchen. Das ganze Ding muss raus, da hat man ungefähr 25 Milliarden Kilometer Schläuche in der Hand. Das Ganze wird plötzlich erstaunlich leer, danach kann man den Kühler entnehmen. Der Kühler ist natürlich noch verbunden mit der Ladeluftverrohrung, die kann man gegebenenfalls dran lassen, wenn man kräftig ist und genug Platz hat. Und entsprechend der Kühlerverschraubung, auch beim Kühlergeld, bitte verschließen. Ansonsten hat man da Probleme hinterher, wenn man da also Dreck drin hat. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast so weit, dass wir hinten also die Geschichte ablassen können, beziehungsweise den Riemen, den Generator und den Anlasser ausbauen, das Ganze dann so lange durchdrehen, bis wir also da die passende Verbindung haben. Bei der Kurbelwelle fällt mir noch eine Sache ein, es gibt wohl scheinbar zwei verschiedene Versionen mit M14 und M16. Ich werde jetzt also gleich mit einem Schlagschrauber vorsichtig die hier losknattern und dann mal eben messen, entsprechend wieder festknattern hinterher, damit ich also gegebenenfalls die neue passende Schraube besorgen kann. Ja, und dann kann es langsam so richtig gewaltig ans Werk gehen. Ich lasse mir hier, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Die Kurbelwelle braucht noch mindestens eine Woche, bis die hier ist. Entsprechend habe ich also keinen Vorteil, wenn mein Motor hier 3 Wochen irgendwo rumliegt, sondern ich mache das alles in Ruhe. Unter dem Fahrzeug sieht es aktuell so aus, dass der also noch so ein bisschen am Ausbluten ist. Restliches Öl und Kühlwasser tropft noch raus. Wie gesagt, Kühlwasser hat immer die dumme Angewohnheit, sich da zu sammeln, wo man nicht hinkommt, und dann einem in den Nacken oder ins Gesicht und in die Fresse zu laufen, wenn man es also entfernt. Es bietet sich grundsätzlich auch an, zu gucken, in was für einem Zustand der Ladeluftkühler ist. Da der hier unten relativ bescheiden sitzt und dort immer Dreck sammelt und Steinschläge, kann es also sein, dass es ist wie bei diesem hier, und dieser sich schon langsam auflöst. Es ist also vorgesehen in erster Zeit, falls der Wagen zuverlässig läuft und bei mir bleibt, dass der Ladeluftkühler also ersetzt werden muss. Das muss man sich dann allerdings mal anschauen. Ja, wir sehen uns hoffentlich dann gleich wieder, wenn wir ein ganzes Schrittchen vorwärts sind. Vielleicht auch morgen, das kriegt ihr natürlich nicht mit. Aber jedenfalls im ersten Arbeitsschritt. Und ich schiebe nochmal hier das Ding ein bisschen weiter drunter, weil das Wasser tropft munter nämlich daneben und nicht in den Behälter rein. Ja, bis gleich. So, willkommen zum nächsten Update. Wie man sieht, es geht voran, der Kühler ist raus, Schläuche sind weg. Hier vorne hat sich einiges getan. Lichtmaschine fehlt, Riemen ist soweit abgenommen. Hier vorne die ganzen Schläuche sind alle soweit, es geht schon mal zusammengebunden und das nötig ist. Die beiden Kästen sind abgebaut, die Klimaleitungen sind weg. Wir haben also hier reichlich Platz. Die Plusleitung baumelt hier nur noch so lose rum. Die Lichtmaschine fehlt. Die Motorlager. Da kommen wir mal schnell ran. Die Motorlager sind gelöst. Ja, also wie geht es jetzt gleich voran? Das Getriebe ist noch verbaut, der Wandler ist logischerweise auch noch fest. Die Kabelbäume sind auch noch fest soweit. Spritleitungen sind auch dran. Wir legen uns das gleich mal unterm Auto, dann zeige ich euch, was unterm Auto zu tun ist. Wenn der Motor rausgehoben wird, man sieht, auf der in Fahrtrichtung rechten Seite ist natürlich deutlich mehr Platz als auf der Fahrtrichtung linken Seite. Das bedeutet also, wir nehmen den Motor gleich ein Stückchen raus, beziehungsweise heben den an, nach vorne, lösen dann hier diese Stütze, rücken den ganzen Motor dann ein kleines Stückchen in Fahrtrichtung nach rechts und drehen ihn dann so ein bisschen unter viel Gewalt und Flucherei an der Welle des Lenkgetriebes vorbei. Irgendwie könnte man angeblich diese auch ausbauen, also die ist ja hier zu trennen. Ich weiß allerdings nicht, wie da der Aufwand ist. Ich habe so ein bisschen Angst um die Wickelfeder, deswegen machen wir so, dass das letzte Mal auch gut geklappt. Zweimal. Ja, und dann haben wir den Motor schon in der Hand. Jetzt geht es erstmal unter das Fahrzeug. Hier sind schon einige Vorarbeiten erfolgt, die off-camera liefen. Also der Auspuff wurde getrennt. Das war schon beim letzten Mal so, der wackelt ja so noch so lose rum. Die Kardanwelle. Oh, jetzt muss ich aber vernünftig drunter. Die Kardanwelle, die nach hinten führt, ist abgenommen und liegt hier einfach nur lose auf 2 Schrauben auf, damit die also hier nicht irgendwo sich kaputt baumelt. Wir kippen den ganzen Kram gleich so nach unten weg. Die Antriebswelle nach vorne ist beidseitig gelöst, also am Getriebe und am Differential vorne. Wir müssen dann gleich
hier diese vier Schrauben für diesen Crossmember. Ich weiß nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt. Trägergetriebestütze. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls das Ding, was das Getriebe hinten festhält, lösen und langsam mit dem Wagenheber dann ablassen, bis es nicht mehr weitergeht, damit wir den anderen Kram lösen können. Um das zu tun, muss auf jeden Fall hier der Tank ein wenig abgesenkt werden. Der ist ja noch mit einer ollen Platte verstärkt, weil die Schrauben bzw. Muttern hier so verdeckt sind, dass man da also nicht anders drankommt. Die sitzen auch erstaunlich fest und sind verdammt festgegammelt. Dann eine Etage weiter vorne haben wir bereits, oder habe ich bereits den Ölsumpf demontiert und den Ansaugschnorchel, der hier unten drin sitzt, weil der Motor wird ja gleich nach vorne gezogen und würde somit dann hier anstoßen. Das Ding zu demontieren, also das Achsrohr und so weiter, macht gar keinen Sinn, weil vorne das Lenkgetriebe sitzt, das müssen auch noch weg, deswegen macht man das Ganze so. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen Öl wegmachen, das haben wir sonst nämlich gleich auf der Linse oder ich in meinem Gesicht. So. Dann geht es weiter, wird gleich oder später der Anlasser ausgebaut und durch das Loch von dem Anlasser bzw. durch die Bohrung zur Fixierung des Motors werden dann die Schrauben des Drehmomentwandlers gelöst, 4 Stück an der Zahl, und dann wird durch diese kleine Abdeckung, die nimmt man dann raus mit einem Schraubendreher, der Drehmomentwandler vom Schwungrad oder vom Mitnehmerzahnrad zurückgeschoben, um dann also die Verbindung zwischen Motor und Getriebe zu trennen. Anschließend, man sieht hier oben das Crossover-Rohr, dieses Abgasrohr, das ist hier also auch schon, die Hitzeschutzisolierung ist schon beschädigt, wird eigentlich dieses Rohr ausgebaut. Ich sage eigentlich deswegen, weil das ein tierischer Krampf ist. Und es reicht, wenn man also diese Stützen am Getriebe abbaut und dann vorsichtig den Getriebekabelbaum da durchfummelt. Intelligent macht man es dann so, wenn man den Motor draußen hat und den Getriebekabelbaum ein kleines wenig bisschen anders verlegt, damit das nicht wieder hinterher eingefädelt werden muss und diese Stützen dann also wieder in Ruhe montiert werden können. Ja, wenn dann das Getriebe runtergelassen ist bzw. abgekippt ist, kann man auch die sämtlichen Getriebeschrauben lösen. Ja, und dann ist das Ganze eigentlich relativ übersichtlich. Spritleitung natürlich nicht vergessen. Mit ihrem dämlichen Steckerdesign, die eigentlich keine Stecker mehr sind, sondern eine dauerhafte, kunststoffverschweißte Verbindung nach einigen Jahren. Und dann kann das ganze Ding raus. Easy as that. Ha! Kabelbaum natürlich nicht vergessen abzustecken. Am Getriebe muss sonst nichts mehr gemacht werden. Und das werden wir jetzt alles in Ruhe tun. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Kran soweit angehängt ist, beziehungsweise hier unten es noch irgendwas Interessantes zu sehen gibt, was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen. Mit einem bisschen wenig viel sanfter Gewalt lässt sich dann also der Auspuff bzw. der Katalysator die Antriebswelle dann da rauslösen. Das Ganze geht dann, nachdem man die Traverse gelöst hat, das Ganze dann sanft mittels Wagenheber an der richtigen Stelle angesetzt ablässt, geht das Ganze dann also auch relativ problemlos raus. Das Katalysator-Ding muss man dann einmal auf den Kopf drehen und ein bisschen rumfuhrwerken, und das Ganze hier, das ist ja dann auch Gummi gelagert, so ein bisschen hin und her wackeln. Dann kriegen wir also hier freie Bahn auf die Verschraubung des Getriebes, des Turboladers und so weiter und so fort. Das Ganze kann das alles an Ort und Stelle bleiben. Der nächste Schritt wäre also, dass wir dann die vielen 13er Schrauben lösen, die Turbostütze, die eigentlich hier sitzt, so darüber, die ist schon demontiert. Wichtig ist, wenn ihr das Getriebe ablasst, das ist eine Kunststoffölwanne und die liegt also hier auf dem Hilfsrahmen auf. Ich mache nochmal ein bisschen Licht. Das Ganze ist nicht schlimm, es empfiehlt sich allerdings, das Ganze sorgfältig bzw. vorsichtig abzulassen und wenn nicht nötig, das Ganze natürlich auch entsprechend wieder zu entlasten, das heißt das Getriebe anzuheben und bestenfalls natürlich durch Einstecken der entnommenen Schrauben hier wieder zu fixieren. Alles andere belastet natürlich das wahrscheinlich ohnehin schon alte bzw. geschädigte Material dann weiter. Wenn es dann soweit ist, empfiehlt es sich auch mittels Montierhebel hier irgendwo einzuhaken und also diese ganze Geschichte einmal
ein kleines Stückchen Richtung Beifahrerseite zu verfrachten. Warum hatte ich ja gerade schon erzählt. Man sieht übrigens auch hier ganz gut die Stützen für die Lagerung der des Crossover-Rohrs sind schon entfernt. Man sieht also da noch die fehlende Verschraubung. Ja, was wollte ich sagen? Achso, dann entsprechend hier die Getriebeölwanne mittels Holzlatten zu unterfüttern oder einer anderen geeigneten Stütze, um also dann das Getriebe gegen runterfallen bzw. absacken auf den Hilfsrahmen zu stützen, weil hier kann man nicht mit dem Wagenheber ansetzen, dann ist das ganze Ding im Arsch. Das möchte man natürlich nicht. Ja, ich stecke jetzt noch schnell den Getriebekabelbaum aus und dann werden hier die Schrauben gelöst und das nächste wird dann sein, wie ihr mich fluchend und kämpfend seht, wie ich wahrscheinlich den Motor raushebe. Kurz zur Dauer, also das Ganze ist natürlich seitens Land Rover ein bisschen anders vorgesehen. Land Rover, ich hol mich mal eben raus. Land Rover sieht natürlich vor, dass dazu das Haus also runterkommt und die ganze Geschichte dann, das Getriebe samt Motor, mit allem drum und dran also rausgehoben wird vom Rahmen. Das wird wahrscheinlich, wenn man eine Hebebühne hat, sehr, sehr schnell gehen. Oder eine normal ausgestattete Werkstatt hat, aber so ein Heimbastler wie ich, der sich also gegen Bühnen leider aufgrund der Deckenhöhe und sonstiger Gegebenheiten hier wehrt, muss es also immer so machen. Und ich glaube, wir sind jetzt in der 6. Stunde insgesamt. Ich habe das natürlich nicht aufgeschrieben, da das alles Hobby ist und ich also ruhig und gewissenhaft arbeite. Aber das Ganze ist, denke ich, relativ gut machbar, auch in einer etwas beengteren Garage. Gut machbar, also an Spezialwerkzeug haben wir bis jetzt, glaube ich, nicht viel gebraucht. Wagenheber ist ja sowieso das, was eigentlich jeder haben sollte. Stützen, Böcke, die Vielzahnschrauben bzw. Außentorx oder Außenvielzahn wird nicht zwingend benötigt. Ich habe die ganzen Schrauben der Kardan- und Antriebswellen, also mittels 8er Steckschlüssel und 10er Steckschlüssel gelöst. Das Ganze geht natürlich dann am besten, wenn das schon mal bearbeitet wurde. Ansonsten braucht man entsprechend die passenden Nüsse dafür. Ja, ich glaube, das Ganze war es dann erst soweit. Ich stecke jetzt noch in Ruhe den Kabelbaum aus, dann mache ich auch Feierabend. Kriegt ihr natürlich nicht mit, wenn der nächste Tag ist, weil ich sehe jeden Tag dank meiner brillanten Arbeitskleidung jeden Tag gleich aus. Aber ich glaube, es sind schon 4 Tage vergangen, 4 oder 5 Tage. In Wirklichkeit, weil ich mal so nach Feiern nur so ein bisschen schraube. Jetzt steht ein Wochenende bevor, also ich bin zuversichtlich, dass ich morgen ist Freitag, die restlichen Arbeiten machen kann und dann am Wochenende in Ruhe den Motor rausheben kann und dann also auch mal von unten einen Blick da reinwerfen kann und tatsächlich sehen kann, was da jetzt los ist. Ja, kurze Randgeschichte, also eine neue Kurbelwelle Original Land Rover ist mittlerweile eingetroffen und wir nehmen den ganzen Bock da mal auseinander und schauen mal, wie es dem also geht. Ja, ich bedanke mich bei meinen Zuschauern bis hierhin erstmal. Es wäre nett, wenn ihr eure Anregungen und Kommentare netter Art bzw. Verbesserungsvorschläge gerne mal in die Kommentarspalte reinschreibt. Ich habe das letzte Video ist leider ein wenig eskaliert mit dem Schrauben mit Felix, wo ich also 4,5 Stunden oder 4 Stunden lang den BMW repariert habe in live. Es wäre ganz nett zu wissen oder mal mitzukriegen, was euch lieber ist, was ihr gerne seht bzw. was euch interessiert. So eine Geschichte wie das hier, was also im Internet bzw. bei YouTube eigentlich so ziemlich gar nicht dokumentiert ist, so wie das ganze Fahrzeug komischerweise, wird wahrscheinlich spannender sein oder interessanter sein für eine bestimmte Zielgruppe, diejenigen, die lieber sich Schraubervideos anmachen, um dann also in Ruhe einzuschlafen, werden wahrscheinlich so ein Format wie Schrauben mit Felix, was also 4 Stunden lang außer Gesabbel und ein bisschen Werkzeuglärm nichts Informatives oder Lehrreiches enthält, mehr schätzen. Lasst mal eure Kommentare da. Ich würde mich freuen über Anregungen und wir sehen uns dann mit dem Kran wieder. Guten Tag, die Herrschaften und Damen. Also wie man sieht, befinden wir uns gerade unterm Auto. Der Anlass ist raus, die Motorstütze ist raus und ich möchte euch einmal eben zeigen. Das ist das Loch vom Anlasser. Da kann man nichts durchlösen. Sieht also den Zahnkranz. Und das hier oben ist das Loch, wo man also den Timing-Pin einsteckt oder das Blockierwerkzeug. Und da sieht man auch schon ein Schraubloch. Da saß bis gerade noch eine der 4 Wandlerschrauben drin. So, jetzt müsst ihr euch nochmal eben rauszwängen. Ja, die sind also raus. Dann haben wir hier unten schon
das Loch geöffnet, durch das wir den Drehmomentwandler sehen. Da gibt es jetzt also auch mal entsprechend Licht. So, wir sehen jetzt hier den Drehmomentwandler. Jetzt muss ich nochmal zwischen Lampe und Kamera durch. So, und den können wir jetzt vorsichtig, wie ihr gehört habt, nach hinten schieben. Das heißt, der ist zum einen aus der Kurbelwelle raus und zum anderen ist es auch sichergestellt, dass der getrennt ist. Ja, ansonsten sehen wir hier in den Motor rein. Da werden wir nachher nochmal zukommen, was der für ein Problem hat. Boah, ist natürlich wie immer, ne? Ich versuche hier Öl wegzumachen und mir tropft es voll ins Gesicht. Da stecken wir jetzt erstmal was. Obwohl, das braucht man eigentlich gar nicht. So. Getriebe und Motor wird es noch zusammengehalten durch rechts und links jeweils eine Schraube. Einmal dort und einmal dort oben. Ich werde jetzt also den Motor gleich aufhängen am Kran, also den Kran zusammenbauen, Motor aufhängen. Dann etwas erleichtern damit und dann werden wir das Ganze hier also losschrauben und dann trennen. Ja, und dann nach vorne rauswuppen. Theoretisch, nee, losschrauben jetzt können wir noch nicht, weil er hängt nur noch in einem Motorlager drin und steht hier vorne auch so ein bisschen Müll. Das wäre vielleicht nicht ganz so clever, oder? Ist egal. Wir machen das, wenn er am Kran hängt, dann ist er sicher und es passiert nichts. Ja, ansonsten alles weitere ist gelöst soweit. Hier sind wieder zwei Bolzen drin, pro Seite einer, damit also das Ding wirklich festhängt. Ich sammle jetzt nochmal mein Werkzeug mit den Lampen zusammen und dann bauen wir mal den Kran zusammen. Und wenn wir das gemacht haben, sehen wir uns gleich nochmal eben wieder mit einem Hinweis, wo man den Motor am besten anheben kann. So, wie man sieht, der Motor ist raus, beziehungsweise raus ist er noch nicht, er ist lose, beziehungsweise er hängt am Haken. Das Ganze konnte ich leider videografisch gerade nicht so gut festhalten, also es ist genau so. Ich nehme nochmal eben eine Lampe mit zur Hand, damit ich euch das zeigen kann, wie ich es gesagt habe. Auf dieser Seite ist das Lenkgestänge im Weg. Man sieht dort unten also mit dem Loch an der Lenksäule anliegend die Motorstütze, die war vorher noch unten drunter. Das entsprechende Motorlager sieht man also zwischen der silbernen Verkleidung und dem Turbolader hindurch. Das kann man nicht abbauen. So ohne weiteres, weil leider Krümmer und so weiter im Weg ist. Allerdings kann man das Motorlager, was hier unten neben dem tropfenden Rohr eigentlich sitzt, ganz gut abbauen. Das haben wir gemacht. Dann natürlich angehoben, ein bisschen gewackelt und so weiter. Jetzt sehen wir hier noch zwei Kabelbäume. Einmal den großen, hier ist der Motorkabel, der bleibt am Motor. Und einmal den kleinen, das ist der Getriebekabelbaum. Der muss gleich unter dem Abgasrohr durch. Das zeige ich euch noch. Der Motor ist soweit jetzt lose. Ich werde euch also jetzt gleich mal eine Halterung da oben reinklemmen, dann könnt ihr mir in Echtzeit dabei zugucken und hören, wie ich fluche und schreie und kämpfe. Und euch dann euer Bild von mir machen als Person. Ja, und dann werden wir das Ding rausziehen und dann geht es in Ruhe an die Überholung dieses wunderschönen, nicht ganz so schönen Motors. So, also ich glaube, man sieht das ganz gut. Ich ziehe mir noch mal die Handschuhe an. Dann fuhrwerken wir mal das Ding da so ein bisschen raus. Wie gesagt, ich benutze einen sehr billigen eBay-Kran. Ach so. Oh. Der Handschuh ist ein bisschen kaputt, aber dafür wird er noch irgendwo gehen. Wie gesagt, wo man den Motor am besten aufhängt, ist hier einmal diagonal rüber. Muss natürlich vorsichtig sein hier mit dem Teil, mit diesem Entlüfterpilz. Das Ganze muss natürlich mit einem Endlosgurt passieren, also Ketten und so weiter. Halte ich mal für so ein bisschen problematisch. Man sieht auch hier, habe ich das Motorhalterungsding so ein bisschen verbogen. Das ist kein Thema, das können wir wieder gerade denken. Das hatte ich ja schon mal alles raus damit. Und natürlich schon mal wieder gerade gebogen. So, also wie gehen wir vor? Prinzip ist es schreien, hoffen und daran so ein bisschen rumreißen. Immer so ein bisschen anheben dabei und dann gucken, wie man zurande kommt. Wir können jetzt also schon langsam mal daran denken, den Getriebekabelbaum hier vorsichtig da unten drunter durchzutüdeln. Es empfiehlt sich bei solchen Arbeiten natürlich immer so die Hände zu führen und zu haben, dass selbst wenn der Motor trotzdem, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fallen sollte, die Hände dranbleiben und ganz vor allem. Ja, und dann einfach mal so ein bisschen wackeln, drehen, biegen, ziehen, anheben, ablassen, schreien, fluchen, kämpfen und irgendwann ist das Ding dann so weit raus. Also man sieht, das ging ganz schnell. Also mittlerweile weiß ich, wie es geht. Haha.
beim Audi A8 mit abgebauter Front und nach vorne rausziehende Motorvitrinkondition. Also der Getriebekabelbaum ist raus. Den werden wir nachher noch ein bisschen anders verlegen, dass wir uns diese Arbeit mit diesem Rein- und Rausfirmeln sparen können. Das zeige ich euch dann aber. So, wenn jetzt der Motor frei hängt wie hier und der ist also schon über die olle Welle drüber, über die Lenkstange, können wir den ein kleines bisschen zurück, ein kleines bisschen wieder in Richtung Fahrerseite, dann haben wir den also schön ausgemittelt und können ihn dann prinzipiell mehr oder minder gerade anheben. Immer so ein bisschen darauf achten, wo ihr aneckt. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Man muss dann natürlich beachten, dass man eventuelle Lackschäden dann beseitigt. Noch so ein bisschen aufpasst gerade mit den Kunststoffteilen. Die sind ja nun mal im Alter nicht gerade unempfindlicher. Dadurch, dass sie also einige Jahre, jedenfalls sogar Jahrzehnte schon permanent auf abgeheizt werden. Wichtig ist natürlich auch, beachtet die Traglast eures Krans. Wenn so ein Kran Kopfstand macht, den haltet ihr nicht, egal wie stark ihr seid. So, ich muss jetzt ein bisschen quetschen, das knackt alles so ein bisschen. Das ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm, das soll das irgendwo aushalten. Ja, da sind wir, glaube ich, im Großen und Ganzen vorbei. Upsala. Na komm. Dieses dämliche Kunststoff-Turborohr geht mir mal wieder derbe auf die Nüsse. Ich glaube, das werde ich jetzt mal eben hier von seinem Kabelbinder befreien. Jetzt hatte ich also vorher mit einem Kabelbinder am Motor fixiert, damit mir das nicht in den Kühler reinhaut und da also Undichtigkeiten verursacht. Und jetzt ist es so starr angebunden, dass ich es nicht um den Schlossträger drumherum bewegen kann. So, ich glaube hier, das ist der Kabelbinder und ein Kabel. Ein Kabelbinder natürlich. So, das drehen wir hier mal eben so ein bisschen raus. Oh, kaputt gemacht haben wir es auch schon. Das ist das, was ich meinte. Ich glaube, das ist eh die Seite, die nicht genutzt wird, das Rohr. So, da sind wir vorbei. So, es sieht so aus. Das hat man das Ding überstanden. Jetzt kommt noch das starre Turbo-Rohr, also nicht der Schlauch, sondern das Rohr. Und jetzt können wir auch schon mit dem Motor wieder ein ganzes Stückchen zurück, um hier also so ein bisschen Platz zu haben. Vorne. Ach, scheiße, der Junge hat mal wieder die Spritleitung vergessen. Cleveres Kerlchen. Naja, so sehr unter Spannung steht sie noch nicht. Und verbogen ist sie eh schon. Was machen wir jetzt? Jetzt drehen wir den mal ein Stückchen zurück. Lassen wir mal hinten ein bisschen wieder ab. Vorsichtig. So. Siehst du? Ich hab's mir noch gedacht. Denk dran, die Spritleitung abzumachen. Ist zum Glück aus Blech und Eva-Bogen, die müssen wir eh nachher nochmal vernünftig rerouten. Das ist natürlich wieder genau das, was ich gesagt habe. Hand nicht unter den Motor, wenn er am Kran hängt. Oh, wie geht denn die Scheiße da jetzt raus, Alter? Entschuldigung, wie geht das tolle Teil denn da jetzt raus? Reindrücken, ne? Ja, das ist fort, das ist so geil nicht. So, Zange,
Wo hat der Typ die Zange hingelegt? Einen Moment Ruhe. Konzentrieren. Wo ist die Zange? Da ist die Zange. Also wenn es nach mir geht, Schlauchschellen oder Federschellen, aber diese Scheißteile mit den Rekonnektoren, die gehen mir so auf die Nerven. So. Handschuhe wieder an. Zack, zack. Und wieder hoch das Teil dran. Was ist denn jetzt schon wieder? Achso, die Leitung ist weggeschnippt. Gut. Na, guck mal an. Scheinbar liefen die ursprünglich mal hier durch. Man lernt nie aus. Deswegen hat das auch so gut gepasst. Die müssen wir also jetzt wieder schön zurückbiegen. Ja, die liefen hier zwischen Anlasser und Dings durch. Richtig. Aber erstmal muss der Motor raus, überholt werden. Beziehungsweise untersucht werden. So, guck mal einer an. Das ging auch ganz angenehm. Wander ist drin geblieben, so wie er sollte, nicht rausgekippt. Ich glaube, kaputt gemacht haben wir nichts. So wie es soll. Verbogen haben wir nichts. Da unten sieht alles noch soweit gut aus. Wasser haben wir natürlich in Masse noch verloren, aber da das eh normales Leitungswasser ist, ist das nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm. Ja, und dann suchen wir mal, was wir denn drauf abstellen können. So zum Parken. So, ein gutes hat es natürlich, wenn der Finger, Zeigefinger im Handschuh an der Seite aufgerissen ist. Man kann zur Bedienung der Kamera mit einem sauberen Finger da mal eben schnell raus. Ha! Gut, also ihr habt mal einen neuen Einblick, und zwar fast meinen Einblick, wie ich also hinter dem Kran stehe. Jetzt fuhrwerken wir den ganzen mal vorsichtig nach hinten. Das ist natürlich auf dem Teppichboden so ein wenig schwer. So, ups, und nochmal, 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 so. Ja. Also ihr seht jetzt hoffentlich mich. Sieht man mich? Ja, ihr seht mich, wie ich also neben meinem ausgebauten Motor stehe. So schnell geht das Ganze. Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. Ich gebe gleich noch ein, zwei interessante Hinweise, die euch viel Ärger ersparen bzw. viele Kosten, den Drehmomentwandler betreffend und die Verlegung des Getriebekabelbaums. Ja, ich inspiziere jetzt den Motor erstmal in Ruhe, und wenn das Ganze dann passiert ist, dann geht das ganze Ding wieder rein. Wie gesagt, in umgekehrter Reihenfolge, da werdet ihr nichts von sehen. Ja, das Ganze hat jetzt ungefähr 6, 6,5, 7 Stunden gedauert, höchstens, denke ich, mit allen Vorbereitungen, und ist, wenn man es weiß, wie es geht, eigentlich eine relativ angenehme, nette Arbeit. Sofern man sowas als nett nennen kann, weil das ja immer mit enormen Kosten eigentlich verbunden ist. Vielleicht zeige ich noch, wie man den Zahnriemenwechsel bei diesem Ding macht. Auf Deutsch ist das, glaube ich, bis jetzt nur auf Englisch beschrieben. Und dann soll es das Ganze auch gewesen sein. Das wird allerdings dann in einem separaten Video kommen. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich zeige euch noch mal eben schnell so aus der Hand raus, aus dem Handgelenk, wie das Ganze also funktioniert mit dem Getriebekabelbaum. Und wie es jetzt also daran aussieht. So, ich bitte das etwas ruppige Bild zu entschuldigen. Das ist also der ausgebaute Motor, wie er jetzt noch am Kran hängt. Schön zu sehen, wie wir hier also die verschiedenen Timing-Einstellungen haben. Ja, die Kurbelwelle kommt raus, weil sie ja so einen Schaden hat. Beziehungsweise das Laufspiel nicht mehr vernünftig hinhaut und der Motor also warm ein Rodnock hat. Wir haben dafür schon entsprechend Ersatzteile angeschafft, eine Original-Land Rover Kurbelwelle und so weiter und so fort. Wir, ich sage immer wir, das bin in dem Fall ich und ihr. Ja. Das werde ich nicht weiter kommentieren bzw. beschreiben, weil das sind tatsächlich Sachen, die wahrscheinlich so in der normalen Hof- und Haus- und Hobbywerkstatt nicht so ganz so alltäglich sind. Ja, eine Sache noch zur generellen Verarbeitungsqualität dieses Fahrzeuges. Also, die Karosserie ist gut,
gefällt mir von der Verarbeitung und vom Durchdachtsein relativ gut. Es ist natürlich ein Geländefahrzeug, was für mich natürlich alles ein bisschen Neuland ist. Das Getriebe ist ZF mit allen bekannten Vor- und Nachteilen. Der Motor PSA Ford mit allen bekannten Nachteilen. Der kaputten oder zu schwachen Ölpumpe, der einlaufenden Kurbelwelle. Ich weiß nicht, was er sonst noch alles hat. Aber das Ding hätte da nicht reingemusst. Da hätte ich doch mir gewünscht, dass BMW ein paar Jahre vorher da eingelenkt hätte und den Wagen also in die Produktion gebracht hätte und dann entsprechend mit einem BMW-Motor ausgestattet hätte. Ist natürlich immer so eine Frage der Ansicht. Wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, BMW-Motoren sind genauso beschissen. Das mag vielleicht sein. Allerdings ist meiner Meinung nach in einem Oberklasse-Fahrzeug ein Motor eines Nutzfahrzeuges, der noch nicht mal gut ist, meiner Meinung nach mehr als fehl am Platz. Ja, wir haben hier unten noch mal eine Lampe hängen. Ich kletter jetzt mal eben in den Motorraum. Das geht jetzt ja alles. Und weil das ja so eine olle Gurke ist, darf man auch über die lackierten Teile klettern. Und vor allem, dass mein Fahrzeug ist. So, jetzt sitze ich also auf der Lenkung. Ich hole noch mal meine Lampe hier raus. Den Drehmomentwandler betreffend ist es so, dass der, wie üblich bei Getrieben, bei neueren Getrieben, also wir reden jetzt nicht von irgendwo 1780, also ein Drehmomentwandler hat. Dieser Drehmomentwandler hat drei Verzahnungen. Zum einen Ölpumpenmitnehmer, dann ein Zahnrad oder eine Verzahnung für die Turbinenwelle und dann noch eine Verzahnung für die Wandelüberbrückungskupplung. Wenn man das ganze Ding jetzt nicht sorgfältig da rausschiebt, wie wir das gemacht haben gerade, dann kann das sein, dass der Wandler hinterher so hängt. Jetzt kann man ihn natürlich einfach wieder reinschubsen. Der würde auch irgendwo festhalten. Das Getriebe würde auch drauf gehen. Allerdings wird jetzt das Ding in die Ölpumpe reingedrückt. Nicht eingerastet. Und das Ganze ist also insofern doof, als dass das wohl erst läuft. Aber die Ölpumpe hat dann aufgrund der extrem hohen Belastung dann natürlich Probleme mit der Haltbarkeit. Läuft dann ein und dann macht es knack und ihr steht. So. Ich lege jetzt nochmal eben die Lampe hier so ein bisschen zur Seite. Vielleicht sieht man es noch ein bisschen mehr. So. Es ist also so, man muss jetzt den Wandler da wieder vernünftig einsetzen. Und das Ganze geht nicht einfach irgendwie so, sondern man muss diese wirklich nur an zwei Stellen verfügbare Verzahnung, man kann sich das vorstellen, das ist eine geschlitzte Welle, die hat also hier eine Öffnung und hier eine Öffnung und die Ölpumpe ist entsprechend das Gegenstück dazu, mit so kleinen Mitnehmern. Und das muss genau übereinstehen. So, man kann es jetzt so machen, man kann vorsichtig drehen. Immer wieder probieren und probieren und probieren. Das Blöde dabei ist, die Ölpumpe dreht sich dabei mit. Jetzt habe ich es gerade schon durch Zufall gehabt. Man muss also immer wieder so in so kleinen Schritten das ganze Ding drehen, bis man also irgendwann durch Zufall passend ins Loch trifft. So, so wie jetzt. Als kleiner Anhaltspunkt, das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Bei Audi ist das Ding zurückgesetzt. Bei dem Land Rover ist es so, dass wenn wir jetzt mal hier drüber gucken, ein gewisses Maß erreicht wird. Man kann sich das vergleichen mit der Zahnmitnehmerscheibe. Und dieses Maß muss ungefähr gehalten werden. Das heißt ungefähr, es gibt da einen gewissen Überstand. Ich würde jetzt mal schätzen, einen halben Zentimeter. Das kann man sicherlich der Fachliteratur entnehmen, die ich nicht habe. Wir machen so, ich weiß, dass es drin ist. Zur Kontrolle kann man den Wandler markieren, rausziehen, gucken, ob es drin steht oder man macht es entsprechend mit dem nötigen Fachwissen. So, jetzt haben wir natürlich noch hier den schönen Getriebekabelbaum. Was mich wundert, dass die den hier also durchgeführt haben und dann da vorbei, hier vorbei, jenes vorbei. Das ist natürlich so ein bisschen doof ist. Weil wir haben hier entsprechend genug Platz, dass wir den Getriebekabelbaum also hier an der entsprechenden Aussparung zwischen Hitzeschutzblech und Karosserie durchschieben. Natürlich nach Entnahme des Hitzeschutzbleches. Zusammen mit diesen Rohren, die auch da ursprünglich befestigt waren. Das sind eine Lüfterrohre. Das Ganze dann hier hinter diesen wieder für vorgesehenen Halter durchführen. Warum saß der jetzt? Ich glaube, der saß jetzt so. So, also hier durch und dann entsprechend hier in diese, hier oben rüber und dann entsprechend hier einlegen. Warum die das anders gemacht haben, da wird es sicherlich einen Grund für geben, den ich nicht kenne. Erschließt sich mir nicht, finde ich scheiße, ich mache es so, wie ich es also so für richtig halte. Und sollte, was ich nicht hoffe, der Motor nochmal kaputt sein, kann man es dann doch einfach ausbauen. So, jetzt haben wir hier noch so die Reste, also meine verbogenen Hitzeschutzbleche, die ich das erste Mal also mit einer Brechstange zurechtgebogen habe, damit ich da also überhaupt beikomme.
um dieses dämliche Crossover-Rohr zu lösen, aber das ist jetzt, wie gesagt, hinfällig. Wir haben hier sogar noch schöne Schellen dran, damit kann man das alles noch schön festmachen. Und dann wird das Ganze den Rest alles so hier dahinter durchlaufen. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch vor allem geholfen, wenn ihr so ein Ding mal zerlegen müsst. Das Fahrzeug ist ja langsam im Alter, wo man das also als armer Schrauber wie ich mit vielen Fahrzeugen also mal machen muss, beziehungsweise machen kann. Das ist keine Aufgabe, die nur eine Werkstatt übernehmen kann, wie ihr seht. Auch braucht man nicht zwingend eine Bühne dafür. Wenn man natürlich die Karosserie abhebt, hat man das Ganze natürlich einfacher, hat dann natürlich allerdings auch Probleme damit hinterher mit vielen Kabeln, Verbindern und so weiter, die eventuell hinterher Ärger machen. Also ich weiß, dass die Karosserie-Abhebegeschichte schneller geht. Wie es hinterher mit der Fehlersuche aussieht, weiß ich nicht. Ich würde es nicht tun, ich würde es immer so bevorzugen. Plus, man hat sein Auto mal von unten gründlich inspiziert, ist dreckig und hat mal wieder auf den Rücken gelegen und kriegt dadurch ordentlich Muskeln in der Arme. Ja, vielen Dank und demnächst sehen wir uns mit einem anderen tollen Video. Vielen Dank, bis dann, tschüss.